sind die beiden Finalisten, die jetzt das Spielfeld betreten. Auffallend bei Austria fehlt auch diesmal Rashid Rachimov. Er ist an Grippe erkrankt gewesen, heute erstmals wieder den ersten Tag auf, aber natürlich noch nicht bereit, hier zu spielen. Und bei Rapid ist Carsten Janka wieder da auf dem Parkett, der Publikumsliebling der Rapid-Fans. Nicht gerade mit der Idealstatur für die Halle, aber er hat hier einiges schon gezeigt und hat bewiesen, dass er ein sehr guter Fußballer ist und auch in der Halle durchaus bestehen kann. Und vor diesem Finale, da gibt es schon die verschiedenen Ergebnisse bei den diversen Wahlen. Bester Torhüter, Michael Konsel vor Franz Wohlfahrt, also die beiden Torhüter, die wir jetzt in Aktion sehen werden. Bester Verteidiger, Herbert Gager von Admira Wacker. Bester Stürmer, Peter Packholt. Und Publikumsliebling und bester Spieler, Thomas Flügel, den wir hier am Ball haben. Flügel, Packholt, könnte noch Schützenkönig werden. Im Augenblick führen Melich und Kozian mit je 9 Treffern, Packholt hält bei 8 Toren. Flügel, gut gespielt, Domantas. Das wäre es gewesen schon in der ersten Minute. Stöger! Und auch er vergibt. Dreimal war er Spieler des Turniers mit der Austria, jetzt im Dress von Rapid. Hat nicht sehr aufregend begonnen, dieses Turnier, da machte es ihm noch nicht so richtig Spaß, hatte man das Gefühl. Aber in den letzten Spieltagen, da ist er richtig in Schwung gekommen. Flügel. Das ist die Austria Bank. Zweite Garnitur fiebert dem Einsatz entgegen. Zweimal gab es das Derby bisher schon im Verlauf dieses Turniers. Das erste Spiel hat die Austria mit 3:1 gewonnen. Das zweite Rapid mit 3:2. Marasek, Schöttl, fast 3 Minuten reine Spielzeit vorbei, noch kein Tor bisher. Daumantas, Janka, da ist er wieder. Flügel. Da ist er wieder. Das ist der Spieler des Turniers, Thomas Flügel.
Er ärgert sich, Peter Stöger, über die vergebene Chance. Austria jetzt mit den Verteidiger-Zwillingen, mit Pfeffer und Kogler. Foul von Wagner, zeigt Schiedsrichter Sedlacek. Ein Rammstoß gegen Haller. Gries. Beide Mannschaften überaus konsequent. Für Thomas Flögel sicherlich eine ganz besondere Auszeichnung, dass er zum Spieler des Turniers gewählt wurde. 1975 war sein Vater der internationale Rudi Flögel. Ogris. Mehr als 5 Minuten reine Spielzeit vorbei und noch kein Tor. Das liegt nicht nur am hohen Tempo, an der konsequenten Spielweise, sondern auch an den beiden exzellenten Torhütern Michael Konsel und Franz Wohlfahrt. Barisic. Da geht es nicht nur um sehr viel Geld, sondern auch um sehr viel Prestige. Deshalb will sich keine der beiden Mannschaften eine Blöße geben. Pfeffer hat das erste Spiel gegen Rapid fast im Alleingang entschieden. Barisic. Mehr Kampf als Spiel bisher. Keinem der beiden Teams ist es gelungen, die Trickkiste zu öffnen. Aber dazu wird auch zu konsequent gespielt. Der nächste Wechsel.
Rapid fehlt der verletzte Heraf. Janka. Schöttl. Janka wurde da abgeblockt. Jetzt ist der Ball im Tor, aber zuvor war schon der Pfiff von Schiedsrichter Sedlacek da. Weiterhin also 0:0. Parkholt. Flügel. Ein Tor würde die Verkrampfung in diesem Spiel sicherlich gleich lösen. Parkholt. Fast immer ist Hatz bei ihm. Kaum einmal die Möglichkeit für einen Schuss. Wie hier von Schmid. Marasek. Schöttl. Janka. Hatz. Ihm gefällt es bisher auch nicht sehr. Horst Rubesch, der Austria-Trainer. Flügel. Stöger, 3:2 für Rapid jetzt. Janka, Wohlfahrt. Wieder Janka und wieder Wohlfahrt. Rapid bisher mit den besseren Möglichkeiten. Belaic spielt das sehr trocken als Verteidiger. Schmid. Flügel. Daumantas. Peter Parkholt knapp am ersten Tor vorbei. Getroffen wurde Flügel. Wäre sicherlich bitter für die Austria, wenn gerade er ausscheiden muss. Mit dem Ellbogen einen Check-up bekommen. War ja lange Zeit verletzt im Herbst. Verletzung am Schulterblatt gehabt. Stöger, fast wie in alten Zeiten, den Ball zu einem Violetten. War natürlich nur, um den Ball zurückzugeben. Ernst Dokupil, er hat ja schon mit Rückzug gedroht, mit Boykott in den nächsten Jahren,
nachdem in den ersten Spielen doch einigermaßen körperbetont agiert wurde. Aber ich glaube, der Einzug ins Finale, der hat auch Trainer Ernst Dokupil wieder mit dem Turnier versöhnt. Stöger. Hatz. Flügel gerade noch vor Marasek da. Das Spiel bisher spannend, aber bei weitem nicht das, was man sich von einem Hallenfinale vorstellt. Dazu fehlen die zündenden Aktionen, um hier wirklich ein Feuer der Begeisterung zu entfachen. Zechner. Wagner. Kogler, wieder Wagner. Aber selbst solche Fehler können heute nicht ausgenutzt werden, weil der Gegner sofort wieder nach hinten sprintet und mit 4, 5 Mann vor dem eigenen Tor dicht macht. Carsten Janker, die Anstrengung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Die Luft ist auch unten auf dem Parkett unheimlich trocken, wenn 9400 Besucher hier diese Halle bis auf den letzten Platz füllen. Kogler war es. Nur noch 2,5 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen. Noch immer kein Tor. Stumpf und Pfeffer sind da aneinander geraten. Barisic. Bisher Torflaute hier in der Wiener Stadthalle im Finale des Kurierturniers. Pfeffer. Nachdenkliche Minen bei der Austria. In der Vorrunde hat die Mannschaft so stark gespielt. Ogris. Zechner. Noch einmal Zechner, hat er Glück gehabt. Ogris. Hohes Bein von Andreas Ogris. Hier Barisic und das hohe Bein von Ogris. Gefährliches Spiel, Freistoß für Rapid. Also das ist in der Halle ganz ungewöhnlich, dass so lange Zeit kein Treffer fällt. In allen anderen Spielen bisher im Verlauf des heutigen Finaltages waren es zumindest immer 10 Tore. Stöger
Und er scheitert wieder an dem. Die Torhüter mit fantastischen Reflexen, so wie auch jetzt Franz Wohlfahrt, auch das natürlich ein Grund für den Mangel an Treffern bisher. Taumantas. Parkholt. Taumantas, Flögel. Da bleibt kein Millimeter Raum. Das war Horst Rubisch, er hat diese Schiedsrichterentscheidung nicht verstanden. Die letzten 8 Sekunden, Janka, Stöger! Und wieder scheitert er an seinem Freund Franz Wohlfahrt. Stand hier in der Wiener Stadthalle beim Finale zwischen Rapid und Austria 0:0. Kurze freundschaftliche Umarmung noch zwischen Stöger und Wohlfahrt. Wir schauen uns diese Chance noch einmal an. Janka, Stöger und der Sieger in diesem Duell heißt wieder Franz Wohlfahrt. Und mit diesen Bildern gehen wir zurück in das Studio auf den Königlberg. Gespielt nach der Pause, noch immer kein Tor gefallen. Das Spiel bietet uns Spannung, aber nicht das, was wir eigentlich sehen wollen. Nämlich viele Tore und herrliche Tricks. Das gab es bisher in diesem Finale nicht. Belaic. Stöger. Janka. Hat. Flögel. Bisschen zu lange gezögert. Taumantas, der den erkrankten Rachimov vertritt. Wieder fast 2 Minuten vorbei. Flügel. Und wieder eine tolle Parade von Michael Konzel. Letzten Ratschläge für den zweiten Block der Austria von Horst Rubisch. Ogris. Noch immer Ogris. Kogler. Ogris. Getroffen hat er die Bank. Die siamesischen Zwillinge, Kogler und Pfeffer. Angetrieben von Horst Rubesch.
Schon wieder mehr als 4 Minuten gespielt nach der Pause. Tore weiterhin Fehlanzeige. Jetzt Ogris. Wäre nicht einmal in einem normalen Tor ein Treffer gewesen, dieser Schuss von Ogris. Kogler, Ogris. Möglichkeit zum Konter für Rapid. Barisic. Zechner. Ogris. Und Konzo. Mit dem linken Fuß nicht reingetroffen von Ogris. Und auch nicht rein ins Tor getroffen. Er und sein Gegenüber Franz Wohlfahrt, bisher die überragenden Spieler in diesem Finale. Schmid, Platz verschafft. Domantas. Stöger verzögert. Wo ist die Lücke in der Austria-Abwehr? Da war sie nicht. Kult. Janka gegen Belajic. Belajic bleibt sicher. Der Einsatz enorm, die Laufarbeit beachtlich, aber die spielerischen Höhepunkte, die fehlen. Bakult, Domantas. Domantas, Flügel, noch einmal Domantas und Bakult nicht richtig zum Schuss gekommen. Bakult. In den vielen Jahren des Kurierheimturniers kann ich mich kaum an ein Spiel mit so wenig Treffern erinnern. Flügel. Stöger gegen Belajic. Fast 8 Minuten jetzt schon wieder vorbei, also das letzte Viertel sozusagen dieses Spiels ist angebrochen.
Schmid. Backhult. Wieder nichts. Schüttel. Belaic. Zu lange gezögert. Er versteht's nicht, Thomas Flögel. Er auch nicht, dass er den Pass so spät gespielt hat. Ogres. Gut gesehen von Franz Wohlfahrt. Und an seinem Gesicht ist abzulesen, dass dieses Turnier wirklich nicht nur ein Spaß ist. Stumpf. Etwas abgekriegt. Entschuldigung vom Pfeffer. Bei aller Rivalität. Sportliche Fairness im Vordergrund. Barisic. Getroffen hat er Ogris. Pfeffer. Fliegende Menschen, aber noch immer keine Tor. Wagner, den sie Turl nennen, nach dem großen Wackerspieler der 50er Jahre. Wagner und wieder Konst. Thomas Flögel kann gar nicht hinschauen. Konsl hat förmlich geahnt, dass Wagner jetzt den Ball gegen die Bande spielen möchte. Pfeffer, Ogris. Immerhin ein Handspiel und 2 Minuten für Haller. Eine harte Strafe, aber er war der letzte Mann. Aber sicherlich eine harte Strafe hier auf absichtliches Handspiel zu entscheiden. War mit der Hand dort, war der letzte Spieler, daher 2 Minuten Strafe. Schauen wir uns das an, der Pass von Ogris. Brust und Hand. Jovanovic. Jovanovic ist es. Jovanovic also draußen. Und die Austria wieder mit der ersten Garnitur. Und der Möglichkeit jetzt in numerischer Überlegenheit in Führung zu gehen. Aber Marasek. Foul an Flögel. Noch ist der Hinweis, damit Zeit nehmen, perfekt ist, ist der Mittel der vollen Zählen bei 2 Minuten 40. Hakult, Belaic. Und auch mit einem Mann mehr findet die Austria keine Lücke in der Abwehr von Rapid. Belaic. Hakult.
eine Minute noch, Rapid in der Unterzahl. Belaic. Die Stange. Wieder Belaic. Schmid. Getroffen hat er nicht das Tor, sondern Peter Packhult und Michael Konsel. Flögel. Belaic. Als wäre eine Mauer vor dem Tor. Er kann es nicht glauben, dass man solche Chancen nicht nützt. Die letzten 10 Sekunden, Rapid in der Unterzahl. Schmid. Und Rapid wieder vollzählig und Peter Stöger kommt aufs Parkett. Flögel. Kult hat sich fallen lassen, daher Freistoß für Rapid. Rapid hat die 2 Minuten mit einem Mann weniger überstanden. Die Austria diese Überlegenheit nicht nützen können. Und nur noch 2 Minuten 25 und es steht noch immer 0:0. Janka, Marasek. Unglaublich, was die Torhüter hier leisten, welche Bälle sie aus den Ecken zaubern. Foul an Marasek. Und der Franz Wohlfahrt jetzt den Michael Wagner zurückgehalten. Hier noch einmal diese fantastische Reaktion von Franz Wohlfahrt. Die Austria spielt ja gleich in der Halle weiter. Zwei Turniere in Deutschland, in Schwerin und in Kiel. Marasek. Pech für Janka. Dann im Gesicht von Ernst Dokupil haben wir gesehen. Er, der immer behauptet hat, dieses Turnier wäre nicht so wichtig. Jetzt, im Augenblick, würde er sicherlich einiges hier für einen Sieg geben. Schon um diese Fans zu befriedigen. Wagner. Ogris versteht es nicht, dass es hier Freistoß gegen die Austria gibt. Entscheidung von Schiedsrichter Sedlacek durchaus richtig. Kurze freundschaftliche Geste zwischen Stöger und Ogris. 3 Jahre gemeinsam verbinden. Stöger. Schmid. Noch immer Schmid. Und der Ball ist im Tor. Manfred Schmid. Mit einer Energieleistung bringt er die Austria in Führung. 1:08 vor dem Schlusspfiff. 1:0
durch Manfred Schmid. Und jetzt jubelt nur eine Seite, nämlich jene von der Austria. Hier Schmid und überhebt Michael Konz. Hier noch einmal die gesamte Aktion, hat sich hier an der Bande gegen Hatz durchgesetzt und trifft dann zum 1:0. Foul an Janka von Belajic. 1:03 noch. Franz Wohlfahrt ruht jetzt die Verantwortung bei der Austria. Barisic ist da bei Rapid. Hatz, Schöttl, Stöger, Marasek. Bei der Austria Kogler aus der zweiten Garnitur für Daumantas. Barisic. Freistoß für die Austria. Zurückgepfiffen, Peter Pakul zurückgepfiffen. Genau von da, da bei dieser Linie des Parketts muss gespielt werden, zeigt Schiedsrichter Sedlacek. 1:01 noch. Für die Austria-Fans hier in der Halle eine lange Minute. Und Rapid beginnt die Zeit davon zu laufen. Hakult. Flögel. 40 Sekunden noch. Wieder Wohlfahrt. Das war leichtfertig, den Ball verschenkt. Barisic, Schöttl gegen Belajic. Noch einmal Einwurf für Rapid. Michael Konzel kommt auch mit, 19 Sekunden noch. Kurze Ermahnung für Belajic und Schöttl. Die beiden kämpfen dort im griechisch-römischen Stil gegeneinander. Konzel! Das wäre was gewesen. Konrad wollte da jetzt Rapid überraschen. 11 Sekunden noch. Die letzte Sekunde und die Austria gewinnt das Finale.